Und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Quest 9, Hüter des Himmels. Oder Hüter der Prinzessin, wie auch immer. Wir beschützen sie jetzt nämlich vor diesem schwarzen Ritter. Wir haben schon im letzten Part angefangen, gegen ihn zu kämpfen. Jetzt geht's weiter. So, weiter geht's mit Aufputscher. Kriegsschrei, kannst du weiter knirschen. Günther, du kannst jetzt wieder Stärkungsbuffs benutzen auf Fnupsi. So. Der Bildschirmwechsel ist also auch viel schneller als sonst. Kriegsschrei nützt eigentlich kaum was, aber ist das besser, als sich zu verteidigen? Immerhin. Naja. Ich weiß es nicht. Schon 50. Kannst du bald wieder angreifen. Das geht natürlich auf Nupsi. 13. Obwohl schon die Stärkung vorhanden war. Du benutzt einfach nochmal Aufputscher. Du kannst dich jetzt mit Abwehr verteidigen, finde ich. Guck mal an, du hast bald keine MP mehr. Ich hoffe, der Kampf dauert nicht so lange. Also Heilung auf den Fnupsi. Wir wollen ja nichts riskieren. Der hat sich verteidigt gerade. 14. Für 3 MP? Naja. Ah, endlich. Wir haben es geschafft. Das sind die vollen Konzentrationen. Super hohe Konzentration sogar. Auf den wird es jetzt leuchten. Der sieht aus wie ein himmlischer so. Ach, der kann sich auch heilen. Das müssen wir unterbinden, indem wir ihn besiegen. Fähigkeit auf Putscher bringt ja eigentlich nichts. Ah ne, Fnupsi ist ja schneller. Deswegen kann ich ruhig auf Putscher nutzen, du kannst schon wieder angreifen. Du greifst ganz normal an, dann kannst du dir wieder MP zurückholen. Und du kannst Stärkungsbuff benutzen auf Fnupa. 154. Das ist der Unterschied zwischen voll konzentriert und halb konzentriert. Da wäre es mir lieber, wenn Günther schneller gewesen wäre. Ich meine Fnupine. Mit Fnupsi nochmal ein extra Damage macht. Ach, die Flinkheit lässt nach. Das wiederum ist doof. So, bei zwei sind sie schon weg. Immerhin hält die Verteidigung noch an. Ach, die hat sich auch schon wieder normalisiert. Ah, jetzt wird's wieder lustig. Ihm macht wieder das Übliche, aber Fnupsi kann sich jetzt die ganze Zeit verteidigen. Du kannst schon einmal Multibeschleunigung einsetzen und du, Günther, hast auch bald keine MP mehr. Ich glaube, Fnupine. Erstmal Schwächung, glaube ich, oder? Doch. Und du, was machst du denn Schönes? Ich meine, du kannst ja keine MP wieder zurückholen. Du kannst doch ganz normal angreifen, aber. Einfach angreifen. Immerhin. Das wirkt ja noch. Ah, die Abwehrkraft ist auch weg und die Flinkheitskraft. Flinkheitskraft kann man nicht sagen. Geschwindigkeit. Ach, nur 3. Immerhin. Ja! Och! Der Günther! Die Günther macht ihn fertig. Das glaube ich kaum. Mein Gott. Ging doch ganz gut. Der Schwarze Ritter ist besiegt. Alle Mitglieder der Gruppe erhalten etwas Erfahrung. Beziehungsweise so viel für jeden. Und Günther erreicht Stufe 9. 3 Talentpunkte dazu. Ich weiß nicht, soll ich das schon irgendwie einsetzen? Ich meine, Günther als Weiser wird mit einem Bumerang ausgerüstet werden später. Den Glauben kannst du vergessen. Schild. Brauchst du später zwar noch, aber setz mir jetzt noch nicht ein. Fnupine, unsere Zauberin, Stufe 9. Ebenfalls 3 Talentpunkte. Du wirst später mit einem Speer kämpfen als Priester. Deswegen brauchst du keine Zauberkunst als Schild. Auch noch nicht. Das machen wir ja später alles. Und Fnupsi, Stufe 9. Du wiederum kannst deine 3 Talentpunkte auf Fokus benutzen. Somit ist die Flinkheit auch um 10 gestiegen. Die Flinkheit steigt um 10. Die Gruppe erhält 200 Goldmünzen. Der Schwarze Ritter lässt seine Schatztruhe zurück. Fnup öffnet sie. Ein paar Eisenhandschuhe. Das verstehe ich nicht. Warum sollte die Prinzessin euch an ihre Stelle schicken? Warum hat mich meine geliebte Mona verlassen? Bedeutet ihr denn unser Versprechen gar nichts mehr? Weißt du vielleicht, wovon der redet, Fnuper? Wer ist diese Mona? Die Prinzessin ist in Steensbrook heißt doch Simona, oder? Nicht Mona. Dieser Ritter hat doch nicht mal alle Teller im Schrank, glaube ich. Ist das wirklich wahr? Ja, wieso könnt ihr mich sehen? Ihr habt mich ja furchtbar... Ich habe mich ja furchtbar erschrocken. Bitte sagt es mir. Ist das Mädchen aus der Burg wirklich nicht Prinzessin Mona? Ja. Oh weh mir.
dann war sie ja gar nicht meine Prinzessin. Aber jetzt, wo ihr das sagt, sie trug auch gar nicht den die königliche Halskette von Schloss Schicksal. Schicksal. Ne? So wird's ausgesprochen. Schicksal? Nee, auf keinen Fall. Ich befand mich in tiefen Schlaf. Aber durch das Erdbeben bin ich aufgewacht, in diesem fremden Land, als sei ich aus einer Art Gefängnis entkommen. Ich konnte mich an rein gar nichts erinnern. Ich wusste nicht einmal, wer ich war. Und dann sah ich sie und es kam alles zurück. Die Erinnerung an Mona und mich. Ich erinnerte mich daran, dass ich ein Ritter bin. Und dass Mona die Prinzessin meiner Heimat, Schloss Schicksal, ist. Prinzessin Mona und ich hatten uns ewige Liebe geschworen und wir wollten mich heiraten. Und wir wollten heiraten. Obwohl ich so ein hässliches Gesicht besitze. Dann hat er also Prinzessin Simona für Prinzessin Mona gehalten? Mann, die müssen sich hier ja wie aus dem Gesicht geschmissen ähnlich sehen. Ich muss wie ein Ehrenmann handeln und zu dieser Burg zurückkehren, um mich für meinen Fehler zu entschuldigen. Oh, ich würde ihm das an deiner Stelle lieber ausreden, Fnupa. Das könnte alles nur noch komplizierter machen. Noch komplizierter? Ja, vielleicht habt ihr recht. Aber vielleicht könntet ihr für mich eine Botschaft übermitteln. Sagt ihnen bitte, ich werde mich fernhalten. Aber ich bin mir sicher, dass die echte Prinzessin Mona im Schloss Schicksal auf mich wartet. Jetzt muss ich nur noch den Weg zurück nach Hause finden. Und geh mal. So, das war's mit dem schwarzen Ritter. Und jetzt können wir hier langrennen. Ach ja, was ich auch nochmal machen wollte. Gehen wir auf X ins Menü. Verschiedenes war es, glaube ich. Und wir müssen sowieso nochmal ins Kampfarchiv, ne? Das machen wir jetzt lieber davor. Ins Kampfarchiv. Also, wie gesagt, ich werde mal ein Äuglein auf dich werfen und schreib hier alles auf. Und streng dich ruhig ein bisschen an, ja? Wir können jetzt gucken, wie viele Monster wir besiegt haben, wie viel wir in der Garderobe haben an Prozent und auch an den Gegenständen. Nur so gesagt. Das wollte ich euch mal sagen. Dann Verschiedenes. Es geht nämlich um die Gesten, die wir noch haben. Gesten zuweisen. Ich habe euch hier einmal die Freudenfaust gezeigt. Hier ist sie. Aber wir können natürlich noch mehr machen. Hier unten wird es noch interessanter. Hier können wir nämlich 4 gleichzeitig ausüben. Das lasst uns mal machen. Lasst uns mal machen. Hier gibt es übrigens noch weitere. Die können wir irgendwann später freischalten, wenn wir Missionen machen oder andere Sachen. Jetzt muss ich gerade nachdenken. Was können wir denn machen? Erstaunen, ist das richtig? Oder habe ich irgendwie... Koller, noch besser. Jetzt muss ich mir kurzen? Gucken, was ich mache. Total doof. So. Klatschen, Luftsprung wollte ich dann machen. Der ist dann hier. Und hier Freudenfaust. So, das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Gegner besiegen, ich versuche dran zu denken, mache ich das hier. Yay! Ungefähr so. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ob ich daran denke. Ich kann mich auch daran erinnern. Jedenfalls, das war das Besondere an diesem Part. Jetzt gehen wir erstmal zurück und wollen mit dem König sprechen. Aber erstmal sollten wir noch eine Runde schlafen. Denn jetzt können wir ja noch nicht in die Burg, weil es ja Nacht ist. Aber das ganze Abenteuer mit dem schwarzen Ritter ist noch nicht vorbei. Das steht ja echt gut. Ich hätte vorwechseln sollen. So, aber wir sind noch fit genug, um anzugreifen. Und Level-Ups lohnen sich wirklich. 29 Schaden. Ja. Also. Gehen wir einfach mal zurück in die Burg. Aber erstmal mussten wir hier nochmal reingucken. Und jemanden möchte ich euch nochmal zeigen. Ja, das ist zwar die Bank. Tausende Einheiten. Wir könnten jetzt das einlagern, das möchte ich gerne behalten. Und hier ist ja noch jemand. Das ist der Pavo. Du kannst mich sehen? Dann bist du... Nein, verzeih mir. Ach, achte nicht auf mich. Und vor allen Dingen nicht auf mein Gerede. Das muss eine Fügung des Schicksals sein. Ich bin Pavo. Ich allein wage es, die versiegelte Tür des Schicksals... Oh mein Gott, ich bin zwar das Schicksal. Tür des Schicksals aufzustoßen. Lass mich dir helfen.
Ich habe die Macht, die Tür zu einer anderen Dimension zu öffnen, die nur die Himmlischen betreten dürfen. So etwas nennt sich Internet. Oder eben Wi-Fi-Connection, wie auch immer. Auf der anderen Seite gibt es Welten, die nicht die deine sind, wo andere Abenteuer auf dich warten. Möchtest du mehr über das Weltentor erfahren? Nein. Sag, was kann ich für dich tun? Nichts. Wenn du wieder einmal unendliche Weiten durchqueren und neue Bekanntschaften machen willst, komm einfach zu mir. So, ich möchte jetzt immer nur pennen gehen. Bla 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 bla. Das muss ich ja hier nicht mehr wieder vorlesen. So, wir haben ja genug Geld, wir können noch ein paar Mal übernachten, finde ich. So. Ja, angenehm gut haben wir auf jeden Fall. Das klingt überhaupt falsch, total falsch. Ich bin so doof, ey. Ich hätte in der Nacht zumindest hier wieder hingehen können. Also jedenfalls geht nachts hier hin, da ist ein Hund und so ein leuchtendes Ding. Vielleicht ihr mich selber mal da dran. Das wäre doch sehr schön. Jedenfalls, wir gehen jetzt mal zum König. Dafür haben wir noch genug Zeit hier. In diesem Part. Es findet ein Gespräch statt. Mutter, Vater, ich habe beschlossen, dem Begehren des Ritters nachzugehen. Oh nein, Simone, bitte nicht, Schluchz. Da gibt's doch nichts zu heulen, törichtes Weib. Ich werde ja gar nicht erlauben zu gehen. Ach je, ihr beiden bringt mich noch ins Grab. Ich komme nicht mal richtig dazu, einen Satz auszusprechen. Mit unserem Kupferschwert. Ah, da seid ihr, Fnuper. Ich habe auf euch gewartet. Vor lauter Ungeduld hat es mich kaum auf dem Thron gehalten. Dann berichten wir ihm mal. Schön, dass ihr wieder da seid, Fnuper. Also, welche Neuigkeiten gibt es vom Schwarzen Ritter? Fnuper erzählt König Bartos davon, was dem Schwarzen Ritter widerfahren ist. Was? Er hat also nur sein Gedächtnis verloren und meine Simone für seine Verlobte gehalten? Und jetzt hat er sich nach irgendeinem Schloss Schicksal aufgemacht und wird uns fortan in Ruhe lassen? Und das soll ich ihm abnehmen? Diesem Schurken kann man doch nicht über den Weg trauen. Vater, warum eigentlich hast du so eine schlechte Meinung von ihm? Er hat dir doch gar nichts getan. Ich habe fast vergessen, dass ich dir schwul spreche. Pah, zunächst einmal habe ich noch nie von diesem Schloss Schicksal gehört, also muss er wohl lügen. Ich bin mir sicher, dass dieser Schuft bald wieder hier auftauchen und hinter Simone her sein wird. Wenn ihr ihn also nicht ein für alle Mal unschädlich machen könnt, gibt es auch keine Belohnung für euch. Warum zweifelst du an seiner Geschichte, an dieser Geschichte, Vater? Wenn er sich so fern seiner Heimat verirrt hat, muss er furchtbar leiden. Ach Mädchen, ich tue all dies doch nur, um mich zu beschützen. Das musst du verstehen. Nein, ich laufe wieder weg. Simona! Tja, das zudem. Simona, ich verstehe einfach nicht, was in sie gefahren ist. Warum ist sie nur so aufgewühlt? So, jedenfalls wartet sie hier noch auf uns. Guck mal, da ist sie doch. Fnuper! Ich muss etwas mit euch besprechen. Aber unter vier Augen. Ich vergesse schon die ganze Zeit wieder. Mein Zimmer findet ihr hinter der Tür dort in Richtung Osten. Könntet ihr bitte dorthin kommen? Es geht um Schloss Schicksal. Ich laufe einfach mal wütend davon. So. Das war ein Fail. Aber ein ziemlicher Fail, mein Gott. So. Gucken wir einfach mal nach, oder soll ich das im nächsten Part erledigen? Jedenfalls, hier wohnt sie. Und ich gehe schon mal rein. So sieht's hier aus. Und wie es hier weitergeht, das seht ihr im nächsten Part, Freunde. Also, bis dann und auf Wiedersehen.